Ja, erzähl doch mal ein bisschen. Die anderen sind proben und passen ja sowieso nicht auf den Balkon hier drauf, ne? Dann die hätte ich schon hier reingekriegt. Wenn nicht, dann fallen die hinten rüber. Richtig, oder auf den Mercedes da unten runter. Wir haben uns ja auch lange überlegt, wer von der Band ist jetzt am schönsten, wer hat da irgendwie das tollste Gesicht, was man kann. Dann sind nur wir drei übrig geblieben. Das ist natürlich gut. Natürlich schon mal ein guter Schnitt in der Band. Oh, ich habe ja jetzt, natürlich habe ich auf dem Bild gesehen, ist das hier drauf? Ihr tragt während des Konzerts Anzüge? Nee, nicht mehr. Das war früher. Warum nicht? Wir haben uns weiterentwickelt. Anzüge. Also Anzüge sind eine feine Sache, sieht immer sehr schick mit aus, aber ich das immer, war zweckmäßiger. Aber ich dachte, Ska-Bands haben immer Anzüge. Wir machen ja auch Vinyl, auf Vinyl gebrannt. Ganz selten, sehr schöne CD. Zu haben, wo überhaupt? Bei uns im Online-Shop oder auch bei dem Sold-Out-Shop. Wird hier unten wieder eingeblendet und Sold-Out. Chris, jetzt rennen die dir die Bude ein. Chris und Micha, ich blende mal eben ein kleines Werbevideo vom Sold-Out ein. Ja, und jetzt klick. Hallo. Habt ihr den leckeren Speed zu pfeifen Tabak? Hallo, ich wollte mal alle Leute einladen, weil wir haben hier täglich bis zur Weihnachtszeit eine Verlosung stündlich mit diversen Hauptgewinnen zu verschenken. Hier ein ganz kurzes Video. Genau. Und in Bochum gibt es auch. In Bochum, genau. In Bochum gibt es auch Soul Out, da gibt es die CD. Unbedingt holen und bei MySpace reinhören. Wird nochmal eingeblendet. Und mach ich hier eine Werbung. Ja. Habt ihr genug Geld mitgebracht? Eine Werbeminute kostet hier bei Cool A mittlerweile 3 Euro, so teuer wie die. 3,50 Euro, sagen wir mal so. So, ihr könnt noch schnell was sagen alles, weil ich quassel immer gerne dazwischen. Das ja, 3 Euro das Gutstück, hast du schon gesagt. Für einen Spottpreis. So billig? Ja. Also das heißt quasi 10 Stück für 30 Euro, das muss man sich mal vorstellen. Genau, für die ganze Familie gleich kaufen. Moment, da sind ja nur 5 Stücke drauf. Achso, die Stücke, ja. Nee, die 10 Stück kaufen. Achso, nee, da ist Überraschung. Achso, wenn ihr 10 Stück kauft, dann habt ihr schon 50 Stück vom Die hören sich dann irgendwann zwar ein bisschen gleich an, aber... Die Gefahr ist gar nicht so gegeben, weil die CD ist exzellent und da sind alle Lieder fast ein bisschen anders drauf. Also es ist ein einheitlicher Stil. Aber alles so variabel, dass man die auch ruhig fünfmal am Stück hören kann und trotzdem noch nicht so den Ska-Overkill irgendwie verspürt, weil da eben auch Dance und Reggae drauf ist. Also es ist echt schon eine feine Sache. Also ihr seid nicht nur so... Wir haben jetzt nicht fünfmal dasselbe draufgepackt, sondern schon... Ich habe gerade schon gesagt mit den Anzügen und Ska-Band und so, und wir sind halt keine traditionelle Ska-Band, sondern wir machen auch Reggae und Dance. Und da passt das schon alles mehr zu und haben so den Anzugstil hinter uns gelassen und sind jetzt momentan da angelangt. Weil wir nichts gegen Anzüge sagen wollen. Also Anzüge ist nein. immer noch das zweitstylischste Outfit nach unserem, muss man so sagen. Was sagen denn eure Eltern eigentlich zu eurer Musik? Hören die auch oder sagen die, nein, also Junge? Kein Scherz, meine Mutter hat mir gerade erzählt, dass sie für 25 Euro in unserem Online-Shop bestellt hat. Und zwar T-Shirts und CDs. Deine Eltern selber? Die hat doch das alles schon. Die könnt ihr doch mal verschenken zu Weihnachten. Ja, die hat das doch alles schon mal bekommen, aber die hätte das gerne nochmal. Und also T-Shirts weiß ich jetzt auch nicht, aber. Meine Mama hat mir ehrlich zu sagen gesagt, guck mal, Mama, ich gehe wieder proben und dann heißt es wieder, nee, Junge, du gehst wieder mit der Tüte und triffst dich da, oder? Du reizt es aus, ne? Ich muss das aus. Die Tüte war gut. Ja, das mit der Tüte hat er mir inzwischen aufgegeben, von daher. Aber es ist ein schönes. Das bist du? Ja. Ich hätte noch ein schlimmeres. Wie sieht eure Zukunft aus? Rosig, hoffentlich. Das ist. Wir sind nur, also hier in Recklinghausen sind nur positive Bands und Menschen, weil alle sagen, ne? Weil immer dieses Gejammer, morgen könnte ich tot sein, ist ja auch Quatsch. Nee, da haben wir gar keinen Grund zu. Im Moment läuft es echt ganz gut, wir haben viele Konzerte, viele neue Fans jetzt dazu gewonnen. Wenn das so weitergeht, dann könnte das sogar vielleicht Wirklichkeit werden mit dem Reggae-Festival nächsten Sommer. Da sind wir ganz guter Dinge eigentlich. Im Fühlinger See, oder was?
Also, so weit habe ich jetzt noch nicht gedacht, aber wir haben auch gerade von dem Ruhr-Reggae-Festival in Essen oder Dortmund gesprochen. Ich werde die mal anrufen. Der Manager, der dafür zuständig ist, jetzt hier mal ganz persönlich angesprochen, die Band ist wirklich klasse, bucht die nächstes Jahr, ihr könnt ruhig mal hier den Burning Spear, der ist ja ewig mal andauernd da, oder wie heißt die andere Tussi da? Ja, Name vergessen. Da kann man mal einen Austausch machen. Wird hier unten eingeblendet, die Adresse? Mehr Werbung kann ich nicht machen. Ja, okay, mal genau. Aber wenn ihr dann kommt, kriegt ihr eine Freikarte? Ja klar. Natürlich. Du? Ey, auf jeden Fall. Dann bringst du deine Kamera mit? Das wollte ich gerade sagen, ja. Die steht doch hier, wie soll ich die mitbringen? So, ihr könnt noch schnell... Der nette Mann von Dozent Out kriegt übrigens auch dann eine Freikarte. Ja. Chris, hast du das gehört? Du kriegst eine Freikarte. Ganz toller Laden. Super Laden, genau. So, ihr könnt noch schnell grüßen. Will Anna noch ein Basilikum? Ja, fett. Ich nehme auch eins. Lass mir das mit. Ja, ich gerne. Ihr auch mit eins. Da hätte ich gerne komplett zum Essen eingeladen. Das ist doch genauso gut. Achso, wollte ich mal darauf hinweisen. Ich habe ja jetzt eine eigene Kochensendung bei Seven Load. Kochen für Arbeitslose. Auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Weil es ist ja immer... Man sollte den ganzen Busch aufessen. Aber man kann damit auch wieder... Um nochmal drauf zurückzukommen. Und beim Kochen natürlich Musik hören. Also, grüßt mal nur ganz schnell irgendwem, ihr wollt, und dann haken wir hier ab. Oder ihr wollt noch was Wichtiges sagen für die Menschheit. Für die Nachwelt, genau. Grüße an den Steffen. Ja, grüße den Steffen. Der ist nämlich krank heute, ne? Der Steffen ist krank, tut mir leid, das kann jedem mal passieren. Ja, aber nur ganz dumme Erwärmung. Verbunden. Weiß ich nicht. Der hat den Stand. Der hat wahrscheinlich nur Mumps oder Magen-Darm oder so. Magen-Darm, ein Alter hier. Kannst du auch mehr Werbung machen? Aufgenommen im Burning Wheel Studio für alle, die günstige Demo-Aufnahmen machen wollen. Auch nochmal Werbung eingeblendet. Ganz Burning Wheel, blende ich unten ein. Wo ist das Studio? Das ist so bei mir. Ich komme mal in die Probe. Er ist Burning Wheel. Die Werbung ist ja total krass. Genau. Du machst wirklich die Musik dann hier? Genau, die Aufnahmen sind. Also, wenn ich jetzt mal zu dir hinkomme, sag mal, ich hab das Gefühl. Du bist ein super Musiker und dann machen wir was. Aber. Mischst du nur oder spielst du auch dazu den Bass? Das könnte ich dir noch anhören, aber ich misch das dann auch. Also, wenn ich mir mal überlegen, vielleicht werde ich so meine Musikkarriere einschlagen, aber ich denke mal ehrlich, ich habe es immer versucht. Was kannst du denn alles spielen? Vielleicht Mundharmonika könnte ich spielen. Ja. Kannst du auch Posaune? Nein. Leider nicht. Also, musikalisch bin ich hier quasi noch unter der letzten Treppe. Aber ich höre ja gerne selber zu. Zeig mir mal dein. Police-T-Shirt? Ja, hier Police, sehr gute Truppe. Ja. So, dann cutten wir mal hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich zeige gleich nochmal einen Ausschnitt. Ach so, angenommen, ihr werdet jetzt mal berühmt. Und ich habe mal so einen kleinen Ausschnitt gezeigt. Wenn man alleine mal zur Wurstbude läuft, wird man schon mit der Kamera beobachtet. Das zeige ich mal ganz kurz. Jetzt Scheiße kauf nehmen, wenn ihr mit mir unten seid, markiert ein mächtiges auf jeden. Habt ihr da ein bisschen Befürchtung? Ihr werdet bekannt und die sprechen hier in der Straße an? Bahn, Straßenbahn? Ja. Also es ist jetzt schon so, dass die vornehm weiblichen Fans aus dem ganzen Land angereist kommen zu unseren Konzerten. Und wenn das so weitergeht, könnte das natürlich irgendwann sehr stressig werden. Aber ich glaube, so viele Sorgen machen wir uns im Moment noch nicht. Geht noch. Wir haben auch immer, das ja unsere... Sachen schon gesehen, immer eine gewisse Verkleidung auf der Bühne an, erkennt man uns im richtigen Leben natürlich nicht. Ich hätte auch nicht erkannt. Ich versuche natürlich im richtigen Leben noch ein bisschen seriöser noch rüberzukommen. Geht mir genauso. Ich trage ja nicht umsonst diese komische Diebsmütze, wollte ich jetzt sagen, hier. Normalerweise sehe ich mir nicht so aus und das will ja auch nicht jeder sehen. Ja.